So, da ist er fertig mit Laden. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Episode von Bus Simulator 2009. Ich denke, wir haben alle wieder unseren Spaß heute und wir werden heute wieder ein bisschen fahren und ein bisschen groß fahren und irgendwie Brumm machen. Brumm machen machen wir nicht sehr gerne. Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen eingeschlafen bin hier noch. Aber da kriegen wir alles hin. Guck mal, wir haben tolle Werbung. Taucherclub Wassertreter. Hier haben wir auch unseren Bus kleben. Da kann das nur gut werden. Ja, ich dachte, wir gehen einfach mal ein bisschen Bus fahren heute. Bis 14:48 müssen wir also durchhalten. Ja, das kriegen wir wohl hin. Das kriegen wir hin. Ja, die Zeit stimmt sogar fast. Ja, er nimmt die Zeit vom Ladebeginn, nimmt er. Naja, die ist leider nicht ganz richtig, weil das Laden hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Das dauert bei dem Spiel mal alles ein bisschen länger. Das ist halt so. Na, da müssen wir uns dran gewöhnen. Dürfen wir uns auch nicht weiter beschweren. Also, machen wir einen kleinen Rundgang. Fahren wir ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Und ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Und irgendwann, wenn wir genug nach links und rechts gefahren sind, kommen wir irgendwann nach hinten. Und hinten ist alles komisch, weil hinten ist nicht mehr rechts. Wir machen es heute wie Emre, wisst ihr? Heute mache ich mal ein bisschen Emres Tag. Heute war ich nur gegen irgendwelche Gegenstände und versuche sie irgendwie durch eine Wand zu quetschen. Dazu habe ich heute echt Lust. Aber ich will das auch mal ausprobieren. Ich habe immer Lust, einfach mal Sachen durch die Gegend zu quetschen. Ich meine, wenn er es macht, dann mache ich das auch einfach mal. Habe ich wirklich Lust zu. So, hier haben wir noch einen ganzen Autoplatz. Hier können wir einfach... hier ist ein Postwagen, den können wir erstmal wegschieben. Ja, den können wir erstmal wegschieben. Das macht Spaß, das ist wirklich schön. Das bisschen Sachschaden ist dann auch egal. Dann kommen wir wieder rum. Das ist ja wirklich komisch. Ich glaube, wir können gleich durch die Wand durchquetschen oder so. Ja, das sieht gut aus. Oh, der Bus hüpft ein bisschen. Das ist aber alles okay. Aber mal sehen, wie lange er sich noch halten kann. Ich glaube, nicht mehr so lange. So, quetsch. Okay, jetzt schwebt. Ja, wir stecken hier drin. Mal sehen. Kann ich da durchfahren? Nein, das geht leider nicht. Aber ich kann dann wieder rauskommen. Ja gut, der schwebt schon mal in der Luft, damit haben wir schon was Gutes erreicht. Mal sehen, was wir noch hinbekommen. Hier ist ein Baum. Versuchen wir es mal mit dem Baum. Okay, mit dem Baum sieht er auch ganz interessant aus. Wir versuchen es einfach mal. Er kann sich da nicht durchquetschen. Ich weiß, dass man da nicht durchpasst. Na, anscheinend doch. Ja, der schafft das. Na gut, dann ist es halt so. Der Gelenkbus, der ist so gelenkig. Der ist nicht gelenkig genug, meine ich. So, mal sehen, ob das klappt. Ich kann so ungefähr, kriege ich ja einen 120 Grad Winkel, kriege ich ja ungefähr hin, ne? Sowas in der Art kriege ich ja hin, aber mehr auch nicht. Das ist auch blöd. Sogar muss ich sagen, es ist schön, ja einfach wieder ein bisschen Bus zu fahren, ein bisschen zu genießen. Ich glaube, man merkt es mir auch an, dass ich ein bisschen entspannter bin heute, dass ich ja heute ein bisschen ruhiger bin. Das liegt einfach daran, dass ich mit meinem Bus einfach nur ein bisschen rumheizen möchte, ein bisschen die geschilderte Musik dazu relaxen möchte und einfach nur gegen einen Baum fahre. Dazu will ich auch meine Familienangehörigen gerade auch nicht so gerne stören, weil... Es laufen gerade einfach einige Sachen. Das wird sich heute leider den ganzen Tag nicht ändern. Ich muss das ja heute aufnehmen. Das geht leider nicht anders. So, ein bisschen klatschen. Ja, so machen wir das. So, ein bisschen durch die Gegend rollen lassen. So geht das. Na, das sieht doch gut aus. Und das stört auch niemand, wenn das auf der Autobahn herumsitzt. Da hat sich nie eine beschwert. Schön, machen wir weiter. Was haben wir noch hier? Wenn ich nicht so einen beknackten Bus hätte, wäre das alles sowieso viel einfacher. Na gut, hier. Da ist auch noch einer. Jetzt quetschen wir auch einfach irgendwo rein. Hier, durch die Wand quetschen. Also, das macht doch Spaß, so wie bei Emre ist das. Es ist nichts anderes als bei Emre. Ich hüpfe so, der schwebt in der Luft. Das macht er gut. So können wir das stehen lassen. Dann sehen wir, was wir noch so ein Chaos hier anregen können mit dem Kumpel. Wisst ihr, dieser Bus erinnert mich irgendwie mal an diese Snake-Schlange von diesen Snake-Spielen. Irgendwie erinnert er mich voll daran. Ich weiß noch nicht mehr warum, aber tut's halt. So, das lassen wir so. Wenn unser Bus gleich anfängt zu hüpfen, dann wisst ihr, woran es liegt. Also liegt es daran, dass... Ja, dass er sich zu sehr von der physikalischen... Ja, genau, hüpft wieder rum. Dass er sich zu sehr von anderen Autos beeinflussen lässt. Ich sehe das schon kommen, dass ich gleich irgendwie in ein Auto herumhüpfe. Ja, genau sowas in der Art. Das hast du schön gemacht. Ja, hüpf nochmal herum. Der Bus hüpft die ganze Zeit. Und ja, da liegt ein Auto im Weg. Das ist natürlich schade. Dann schnappen wir uns mal den anderen Bus hier. Und machen den Kollegen hier mal ein bisschen die Hölle heiß. Genau, machen den Kollegen hier mal ein bisschen die Hölle heiß. Ja, das ist ja natürlich schön. So, quetsch. Quetsch, quetsch. Okay, Bus dreht durch. Aber er will sich wieder so komisch hinbeamt. Das kann ich echt nicht. Wie er sich immer so wegbeamt. Wie nervig er ist. Jetzt soll er damit aufhören. So, beam. Woo! Der Bus ist in die Luft geflogen. Er ist in den Himmel aufgefahren. Was Besseres hätten wir nicht unseren Busfreund tun können, als ihn in den Himmel auffahren zu lassen. So, du läufst nicht hier durch. Du musst warten, bis der Bus vorbei ist. Schön. Hätten wir das auch schon mal geredet. So, hier ist noch ein Auto. Das quetschen wir wieder. Das steht auch in der Luft herum. Das haben wir gut gemacht. Also, was haben wir noch hier? Oh, wir haben 5 Minuten geschafft gleich. Au. Ganz doll das Knie gestoßen. Das ist nicht schön. Oh Gott. Das hat wehgetan. So ein bisschen. Bin ich ehrlich, so ein bisschen wehgetan hat es. Na gut. Was soll's. Ja, dann fahren wir einfach jetzt woanders lang. Suchen uns noch einen anderen Parkplatz. Muss es ja mehr von geben, oder?
meine Serie. Okay, ja, ich weiß, wir hätten uns ja einen anderen Marktplatz auch nochmal so können. Machen wir jetzt auch. Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, ne? So ist es ja nicht. Schön. Mal sehen, was wir noch so alles finden können. Zum Glück habe ich dieses Autogeräusch hier ganz ausgestellt oder zum größten Teil. Dann hätte ich echt einen Herzinfarkt bekommen. Ja, okay. Lalala. Mal sehen, wo wir so langfahren können. Das ist schön. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh. Ah, ich bin an der Ladezone ganz knapp vorbeigeschreddert. Warte mal kurz. Ja, keine Ahnung, was er gerade macht. Ich hoffe, er hat sich jetzt wieder eingekriegt. Ja, das Spiel, das neigt dazu zu hängen. Es ist einfach so bei diesem Spiel so, weil man einfach zu sehr abspackt manchmal. Das ist einfach so. Da müsst ihr halt noch ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, dass er so sehr abspackt manchmal. Oh, was ist denn jetzt los? Ich stecke da fest. Nein, tue ich nicht. Sah es so aus. Ja, dieses Spiel hat halt echt so einige Macken, muss man so sagen. So, jetzt können wir weiterfahren. Das klappt wieder alles. Ich glaube, es spackt auch gerade sehr, weil es hier ganze Autos erstellen muss. Das geht gar nicht. So, dann laden wir einfach mal ein neues Gebiet. Was haltet ihr davon? Das hat er auch was, ein neues Gebiet zu laden. Ach man, ist das immer schön. Das ist auch immer neu laden, das ist echt so überflüssig. Wisst ihr, ich habe ja echt mal mit automatisch laden gespielt, automatisch nachladen. Und dann ruckelt das Ganze noch mehr. Und das ist nicht schön. Ich muss weiter quatschen, ich muss ja im Bus-Simulator ja irgendwas weiter erzählen, wenn er hier die Ladezeit überbrückt. Wie mache ich das am besten? Ja, keine Ahnung, ich mache die Rede einfach weiter. Und mache nichts. Mache einfach nichts. Kann aber nur zugucken, wie diese blöde Menü sich hier auflädt. Ach, oh Mann, ey. Das ist echt nicht mehr schön. Nee, das ist, ich bin nicht unmotiviert, das kann man nicht sagen. Ich bin einfach nur extrem müde, aber wenn ich jetzt nicht aufnehme, dann kriege ich das heute wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hochgeladen. Das wäre natürlich schade. Ja, außer ich mache jetzt so eine Schummeltaktik wie die andere, ich lade es über Nacht hoch. Ja, das wäre halt nicht schön. Nee, sowas will ich nicht machen. Das wäre unfair. Das will ich nicht. Gut. Na komm schon. Das wäre schön, wenn es hier endlich mal zu Ende geht mit der Ladezeit. Guckt es euch jetzt gar nicht weiter an, also es ist keine schöne Episode, ich merke das schon. Es ist überhaupt nicht schön. Es hätte eine bessere Episode werden können. Ach, aber es kommt diese Möglichkeit, die übermannt mich einfach total. Schön. Aber es ist Bus-Simulator. Ich meine, was erwartet man? Schön. Können wir dann weiterfahren? Okay, wir sollen bei 10 Bilder pro Sekunde weiterfahren. Ja, von mir aus gerne, wenn das so ist. Wir können auch einfach hier stehen bleiben, so geht's auch. Verkehr. Wir können mal wieder... Ich weiß, was wir machen, wenn es so ruckelt. Dann machen wir das so. Okay, das kann ich euch ja nicht antun. So, wir machen das so. Pass auf. Ja, ja, unser Bus hängt irgendwie fest. Nicht mehr. Pass auf, wir machen das so. Nein, nicht hupen. Hupen wollte ich nicht. Ich will hier in die Ansicht wechseln, dann machen wir wieder so. Und dann stehen. Und drehen wieder. Das ist, wir machen das so. Wenn er Verkehr und dann Drohnen. Okay, das kriegen wir besser hin. Jetzt Verkehr. Mal sehen, was er jetzt macht. Drohnen. Okay, wenn seine Hand so drum hat, schon wieder, weiß nicht, was er machen soll. Ich lasse ihn jetzt mal grüßen. Jetzt grüßen wir mal. Mal sehen, was passiert. Okay, seine Hand, sie quetscht hier irgendwie nach sonst wohin. Das geht natürlich gar nicht. Geh. So, wir sehen, was er jetzt macht. Jetzt mal wieder hupen. Hupen. Gag. Okay, hat irgendwas gebracht. Jetzt drehen wir mal in die andere Richtung. Na los, drehen in die andere Richtung. So. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich finde es auch geil, dass seine Hände auch immer so anhält. Drohen. Yeah, Tommy. Okay, das macht er cool. Er ist ein cooler Busfahrer, muss ich ihn lassen. So, drohen wieder. Okay, das machst du gut. Oh, das kann auch natürlich auch normal aussehen. Hupen. Ja, er hupt einfach irgendwo hin. So, fahren wir mal wieder ein bisschen. Ist ja jetzt auch egal. Ah, schön. Sind wir dann gleich da? Haben wir das Ende erreicht? Toll, ne? Oh, wir können einfach mal ein bisschen auf der Landstraße herumfahren. Auf der Autobahn, weil mir ist es wie eine Landstraße. Ich meine, diese eine Autobahn, die hier in das Spiel eingebaut wurde, echt zum Kotzen. Kann ich mir lieber einen LKW schnell und damit weiter rumfahren. Wieso kann ich so einen LKW fahren? Das wäre viel cooler. Ich will nämlich mit dem Bus fahren. Wieso kann man im Bus-Simulator nur mit dem Bus fahren? So. Ja, ich weiß, es kommt das nächste Lied, aber das sollen wir uns gar nicht anhören. Weil das Spiel hier ist gleich vorbei. Wir brauchen jetzt noch einen lustigen Unfall und das war's dann. Da haben wir nicht, glaube ich, auch die Zeit ganz gut überbrückt, oder? Ja. Genau sagen. So, wir fahren jetzt voll nicht rein und dann ist auch gut. So. Möp, ja, hat er so viel gebracht. Dann fallen wir jetzt runter, also tschüss. Gute Nacht. Ja, noch nicht mal das lässt er mich machen. Das ist aber schön. So. Ich will irgendwie nochmal was machen.
Hier ist es doch perfekt zum Runterfallen geeignet. Hier, jetzt lass mich runterfallen. So. So, lass mich jetzt. Lass mich runterfallen. Ja, okay, beam mich halt. So, bis zum nächsten Mal, Leute, bei Buster Simulator. Ich darf mich nicht beamen, das ist doof. Ciao, ciao.